das immer wieder. Das ist jetzt das 25. Let's Paint, wie ich sehe. Juhu! Und wir machen das wie immer. Ich mache wieder einen Podcast darüber, wo ich eure Fragen beantworte, die ihr mir über sehr viele Kanäle gestellt habt. Also in den YouTube-Kommentaren und über Animex habe ich ganz viel gekriegt. Und per Mail habe ich auch ein paar gekriegt, aber jetzt nicht ganz so viele. Schreibt ruhig weiter Fragen. Ich werde mich denen annehmen. Ich werde versuchen, die zu beantworten. Ich werde auch versuchen, die spontan zu beantworten. Also ich werde sie vorher nicht unbedingt lesen. Und ja, wir mal gucken, was dabei rauskommt. Im Hintergrund male ich übrigens eine Kakaokarte. Oder genauer gesagt eine neue Character Card Karte. Ne? Ja, also vielleicht kennt ihr eine meiner Character Cards, die ich noch vorher gezeichnet habe. Das waren die von Michael, Noel, Gabriel und Abel. Die sich mittlerweile auch schon reichlich verkauft haben. Vielen Dank für alle, die sie gekauft haben. Juhu! Und jetzt habe ich mir mal gedacht, jetzt muss ich mal wieder, endlich mal wieder ran und neue Charakterkarten, Karten zeichnen. Und das mache ich jetzt hier. Jetzt kommt endlich die, die schon sehr viele angefragt haben, nämlich die von Jo. Könnt ihr euch im Hintergrund angucken, wie ich die male. Und die gibt es zusätzlich dann zu kaufen, wenn der nächste Manga-Band rauskommt. Der kommt, wie ich schon etwa 1000 Mal gesagt habe, im Juli. Und es wird dazu zwei Sommerpakete geben. Und die Charakterkarte wird in dem großen Paket mit drin sein. Mhm. Kriegt man dann alles zusammen. Und gut, aber jetzt habe ich genug Werbung für mich gemacht. Ja, der Werbeblock ist hiermit beendet. Und wir kommen jetzt zu euren Fragen. Also, persönliche... Dein Bild ist schön. Bewundere dein Zeichenstil. Ah. Ich übe so gut wie jeden Tag, aber ich bin noch lange nicht so gut. Ah. Bei dir wirkt alles so freundlich, lieb und süß. Aha. Meine Kolorierung bis hier sehen echt klasse aus. Ich frag mich, wie du das immer machst. Aber ich kenne keinen. Oh. Okay. Nochmal langsam. Bei dir wirkt alles so freundlich, lieb und süß. Und deine Kolorierung am PC sehen echt klasse aus. Und ich frag mich erstmal, Dankeschön. Ich frag mich, wie du das immer machst, aber ich kenne keinen Zeichner, der lesen sollte man können. Aber ich kenne keine Zeichner, die erklären können, wie sie zeichnen. Das finde ich echt schade. Könntest du es trotzdem irgendwie versuchen, dank im Voraus. Ui, da stellst du mir eine Aufgabe. Also quasi, warum meine Zeichnungen so freundlich, lieb und süß sind. Also ich denke mal, du willst wahrscheinlich auf den Stil hinaus, den ich so habe. Weil ich zeichne ja nun schon sehr in den niedlichen Stil. Ja, wie du halt schon gesagt hast, dass es eben lieb und süß aussieht. Das ist halt, also ich glaube, das ist halt so ein Ding, was Zeichner nicht wirklich beantworten können, wie sie das zeichnen, weil das ist so eine Gefühlssache. Und es ist so eine Geschmackssache, weil der Stil von jedem Zeichner, der entwickelt sich über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und den Stil zu entwickeln und zu verändern, das ist eigentlich ein Prozess, der niemals aufhören wird. So denke ich zumindest. Ich bin kein Profizeichner, aber ich denke das jetzt einfach mal so, weil ich auch schon einen etwas längeren Zeitraum jetzt schon daran bin, im Manga-Stil zu zeichnen. Nö? Auf jeden Fall. Denke ich mal, dass es halt einfach so ist, man fängt dann an... Also bei mir war es zumindest so, ich habe irgendwann angefangen zu zeichnen und irgendwann bin ich dann auch in diesen Manga-Stil reingekommen und man zeichnet es halt so, wie man es selber für ästhetisch hält. Also ich halte natürlich auch noch andere Stile für ästhetisch, aber ich zeichne es eben so, wie es mir am besten liegt und wie es mir am besten gefällt und wie ich es am besten kann in der Situation, in der ich jetzt bin. Oder auf dem Zeichnerniveau, auf dem ich jetzt bin. Und das alles zusammen vermischt, zusammen mit meinem eigenen Geschmack, zusammen mit dem, was ich gerne ausdrücken möchte, kommt eben der Stil bei raus, den ihr jetzt im Manga seht. Und ich will jetzt zum Beispiel nicht irgendwie was ganz Hardcore-Splatter-mäßiges machen oder was ganz Düsteres, was ganz Ernstes oder was ganz doll schlimm Realistisches oder was extrem quietschig und bunt und knallig und niedlich, das will ich auch nicht machen. Sondern das ist halt mehr so,
eine Vermischung von niedlich und süß mit realistisch und Psychologie. Und das ist halt so alles zusammengemischt und das ist dann der Stil dabei, der dabei rauskommt. Und so sieht das dann halt bei mir aus. Bei anderen Zeichnern würde das anders aussehen, weil die mit ihrer Zeichnung und mit ihrem Kunst eine andere Intention verfolgen und dann natürlich auch über ihre Zeichnungen dass das anders transportieren. Also jetzt, wenn jetzt die Augen nicht ganz so groß sind, sondern eher sehr dunkel und sehr klein gehalten sind und tiefe Augenränder drunter sind, dann sieht das natürlich auch geil aus. Also das ist auch ein Stil, der mir gut gefällt, aber das ist jetzt nicht unbedingt einer, der zu der Geschichte, die ich damit transportieren will, passen würde. Und deswegen, also ich mache das so, wie mir das gefällt und wie ich denke, dass es bei mir ästhetisch aussieht und dass es zu der Geschichte passt und dass es der Stil dabei rauskommt. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich erklärt. Ich habe keine Ahnung. Schreib's mir mal bitte in die Kommentare, Guru, ob ich das vernünftig erklärt habe. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, frag einfach nochmal. Dann versuche ich es irgendwie anders zu erklären. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Ja, okay. Wie kommt ihr auf alles komplizierten Namen? Oh, das wurde ich auf der Animog schon mal gefragt. Vielleicht ist es jetzt sogar derselbe, der das fragt. Abels Name. Er heißt ja nicht Abel, sondern er heißt Abel Nikolai Sergejewitsch Werewitschka. Es gibt ja schon ein paar findige Leser, die bereits herausgefunden haben, dass er Russe ist, weil sein Name klingt ja auch so ein kleines bisschen russisch und ich habe seinen kompletten Namen ja auch schon sehr früh bekannt gegeben, obwohl er in der Geschichte selber eigentlich so noch nie vorgekommen ist. Alle nennen ihn Abel und damit Punkt. Aber ich habe halt auch schon in seinen Steckbrief und alles schon reingeschrieben, halt seinen richtigen bürgerlichen Namen und das ist Abels Nikolai Sergejewitsch Werewitschka. Wie komme ich auf diesen Namen? Also, das hat ein bisschen längeren Hintergrund. Ich glaube, ich spoilere euch damit jetzt auch nicht so großartig. Es sind so ein paar kleine Insider-Infos über Abel. Also Abel heißt ja eigentlich richtig Abel mit W. Also nicht mit B, sondern mit W. Nicht B wie Banane, sondern W wie Wiesel. Ne? Und das Ding ist halt, das kyrillische Alphabet ist ja anders aufgebaut als das lateinische Alphabet. Und da ist das B sieht halt aus wie ein W. Und wird eben auch als, nee, das W sieht aus wie ein B, so rum. Und deswegen heißt er eigentlich Abel, aber die Leute, die seinen Namen gelesen haben, haben eben Abel gelesen. Und da Abel eigentlich so von der Namenskenntnis her ein bisschen näher an der Gewohnheit dran liegt als Abel, ist eben Abel draus geworden. Und seitdem hieß er eben Abel. Aber wie gesagt, eigentlich heißt er Abel. Sein zweiter Name ist Nikolai. Nikolai ist einfach ein zweiter Name. Das ist so ein erster Name, zweiter Name. Punkt. Und es ist halt so, seine Mutter fand halt Nikolai toll und deswegen heißt er eben Nikolai. Sergejewitsch ist der Vatersname, den jeder Russe hat. Also der Name von Russen ist meistens so aufgebaut, das heißt halt einen Vornamen und dann hast du den Vatersnamen und dann hast du den Nachnamen. Der Vatersname ist halt der Name von deinem Vater tatsächlich mit noch einer weiblichen oder männlichen Endung hinten dran. Und also Abels Vater heißt Sergej und deswegen wurde eben Sergejewitsch draus am Ende. Und das gehört eben auch zu seinem Namen dazu. Und ja, und Werewitschka. Wie ich da drauf gekommen bin, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wie bin ich auf Herewitschka gekommen? Ich habe keine Ahnung. Es war wahrscheinlich einfach nur irgendein russischer Nachname, der mir so. Ich glaube, der ist mir einfach eingefallen. Also da habe ich mich jetzt nicht großartig an irgendwas orientiert. Ich glaube, der ist mir einfach so ins Gehirn gesprungen oder rausgesprungen oder wie auch immer. Ja, und so kommt Abel zu seinem Namen. Es gibt's nicht, ja. Gut. Soviel zu dieser Frage, kommen wir zur nächsten Frage.